BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Herzlich willkommen zu unserem Podcast BI or Die. Wir sitzen heute hier, der Olli Ulbrich und ich, in der wunderschönen Stadt Bamberg, weil wir morgen zu einem Kunden fahren und haben uns gedacht, wir zeichnen kurz mal eine Special-Podcast-Folge auf, nämlich zum Thema Dashboard Heroes. Moin Olli. Hallo Andreas, grüß dich. Da soll es darum gehen, was sind eigentlich die Dashboard Heroes? Und wir haben nämlich einen, den wir auch selber in der Firma Dashboard Hero nennen, jetzt hier im Podcast. Olli, erzähl doch mal ein bisschen was über dich zu den Dashboard Heroes und was das eigentlich alles soll. Ja, die Dashboard Heroes sind Anna und ich und wir haben uns ja im Rahmen der letzten Reporting Impulse Week, die wir ja immer einmal so im Quartal machen, dass wir uns alle zusammensetzen und wirklich mal so Brainstorming machen, was sind die nächsten Schritte, was ist zu tun, was sind neue Möglichkeiten. Ja, was da ganz cool war, ne, wir hatten uns, glaube ich, dieses Konzept von den Dashboard Heroes überlegt, was wir auch erreichen wollen, erzählst du gleich ja nochmal. Genau. Und da haben wir es gleich umgesetzt, ne? Also wir haben Räume gemietet, wir haben eine Webseite aufgesetzt und so. Wahnsinn, also das ist wirklich so gewesen. Wir haben Montagnachmittag ist so die Idee entstanden. Wir haben sie dann Dienstag quasi konkretisiert. Mhm. Ich habe dann mit Anna schon wir haben uns schon einen Plan gemacht, wie wir da vorgehen wollen, was wollen wir vermitteln, wen wollen wir überhaupt ansprechen. Parallel wurde die Webseite schon gebaut und tatsächlich war es so, dass Mittwochabend die Webseite online war, die Hotels und die Räumlichkeiten in den einzelnen Städten gebucht waren. Also das, was man immer so unter agilem Arbeiten versteht oder sich vorstellt, das ist da wirklich 72 Stunden tatsächlich passiert. Ja, ich fand es auch krass. Also wir haben es ziemlich schnell gemacht. Wir haben es jetzt ein bisschen auf Social Media schon mal ein bisschen beworben, ne, ja, und ein bisschen geguckt. Magst du vielleicht noch erzählen, was die Dashboard Heroes genau sind, dass es halt auch eine Veranstaltung ist, das wird ja gar nicht so klar. Also ihr beide seid, glaube ich, die Dashboard Heroes, ne? Ja. Und dann gibt es aber eine Veranstaltungsreihe zu diesen Dashboard Heroes. Genau, okay. Genau. Also es ist quasi das Produkt, der Name, die Marke Dashboard Heroes. Es ist quasi ein offenes Seminar, wenn man so möchte, ein offener Workshop. Und wir wollen an dem Tag einfach mal einen Einblick geben, was so im Dashboarding gerade so passiert, was wir halt so auch den ganzen Tag machen und was ganz wesentlich sein wird, großer Part wird sein, dass wir mal diverse Tools vorstellen und das eben übergreifend, ja, also da wird Power BI vorgestellt, da wird Tableau vorgestellt, Click, Board, wir können da sehr, sehr viele Beispiele zeigen. Ja, ich glaube, Anna zeigt auch die SAC, ne? Die ist in letzter Zeit großer Fan von der SAC geworden, ne? Genau. Wo sie auch ganz viele Sachen schon gemacht hat. Ja, also SAC ist auch dabei, genau. Und da werden wir dann auch ganz, ganz individuell so ein bisschen auf die Gruppen eingehen, wer mit welchen Tools arbeitet oder wer gern mal was sehen möchte. Und so ist so der Tag geplant. Also es wird so ein bisschen Theorie-Part geben. Wir werden so ein paar Beispiele aus unseren Projekten zeigen, werden mal so ein paar Dinge erzählen, wie guckt der Mensch, warum überhaupt Dashboarding und da ganz niedrigschwellig reingehen. Also da muss man jetzt noch gar nicht so der große BI-Experte sein. Also ich kann auch jetzt, sag ich mal, ich bin jetzt im Controlling beispielsweise und mache viel mit Excel und will mal reinschnuppern und kenne vielleicht gar kein Tool, kann ich trotzdem vorbeikommen. Auf alle Fälle. Also da sind überhaupt keine Vorkenntnisse nötig. Und weil wir eben genau diesen Einblick mal, diesen großen Einblick geben wollen, ne? Weil wir da auch gar nicht irgendwie jetzt auf, weil wir gerade wieder Tools gesagt haben, wir sind ja nicht auf irgendein Tool festgelegt, sondern wir sind eben die Dashboard Heroes und uns geht's darum, dass am Ende du in der Lage bist, ein Dashboard ja vielleicht schon umzusetzen, besser zu verstehen, dich überhaupt erstmal da so ein bisschen langsam ranzutrauen, gerade jetzt im Zuge von Microsoft 365, wo ja auch Power BI viel mit ausgeliefert wird und die Leute da quasi gerade so gezwungen werden, sich damit auseinanderzusetzen. Und das werden wir da machen. Das wird so den ganzen Tag, kann man sagen, gehen. Wir werden so 9:30 anfangen, treffen uns mit den Leuten,
machen so eine kleine Vorstellungsrunde, ein Käffchen zusammen trinken, hören mal, wer da so da ist. Da kann ich auch gleich nochmal erzählen, weil es gibt schon reichlich Anmeldungen tatsächlich. Und ja, dann machen wir so ein bisschen Theorie, dann wird es so ein paar Praxisaufgaben geben und dass die Teilnehmer eben auch gefordert werden und sich da einbringen und nicht da den ganzen Tag sitzen und sich berieseln lassen müssen, sondern wirklich aktiv. Und was uns auch wichtig ist, ist auch der Austausch, dass die Teilnehmer sich untereinander austauschen. Und genau, dann gibt's noch ein bisschen Einblick in die diversen Tools. Und es gibt eine Agenda, die ist aber relativ auch flexibel. Also wir können da auch immer ganz individuell. Ach so, also ihr setzt euch da ein bisschen auch, guckt an, wer sitzt denn da rum, wer ist denn da so? Genau. Und dann erstmal Anforderungsmanagement, ja. Und dann haut ihr eigentlich aus dem ganzen Bauchladen mal so das Beste raus. Also genau. Sagen wir mal, wenn da jetzt viele High-End-User sitzen, die schon seit über 10 Jahren Tableau machen und Power BI, dann würdet ihr da auch mal so Visual Analytics-Anwendungen so wahrscheinlich mit zeigen. Definitiv. So, ne? Ah, spannend, okay. Das ist also ganz, ganz individuell. Wie gesagt, wir gucken, wer ist da, was wollen die Leute auch hören, ja, was wollen die sehen. Und ja, ich glaube, das wird ganz, ganz spannend. Und du hattest es ja schon gesagt, wir haben das ja im Social Media schon so ein bisschen angekündigt. Mhm. Und tatsächlich sind auch schon sehr, sehr viele Anmeldungen gekommen. Also vorweg, wir sind also in 5 Städten unterwegs. Okay. Ab Februar geht das los, am 13.02. in Hamburg und endet dann am 22.10. in München. Okay. Und dazwischen machen wir dann Station in Berlin und in Köln und in Frankfurt. Wo finde ich denn jetzt nochmal die Termine? Also ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau. Also heißt die Seite www.dashboard-heroes.com? Genau. Okay, da ist alles. Okay, also die Dashboard. Frage war tatsächlich jetzt ernst gemeint, nicht von mir als rhetorischer Kniff, sondern ich habe sie bei mir, glaube ich, schon echt eingespeichert auf Kurzwahl. So. Ja, es ist tatsächlich dashboard-heroes.com und da gibt es einen kleinen Einblick, da sieht man uns auch nochmal kurz, okay. Wer sind wir überhaupt, mit wem hat man es dann da zu tun und da ist auch dann direkt die Anmeldung, also ganz, ganz easy, Name, E-Mail, einklicken und sich einen Ort raussuchen und dann geht's los. Und wie gesagt, das Ganze in Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt und München. Und da haben die Stuttgarter ja Pech gehabt, ne? Da haben die Stuttgarter diesmal ein bisschen Pech gehabt. Aber wer weiß, das Jahr ist ja lang und vielleicht gibt's noch eine Zugabe. Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen dem geschuldet, dass das alles in den V-Works stattfindet, ne? Richtig. Wir haben gesagt, ja. Coole, nette Arbeitsatmosphäre, genau. Wo es, wie sagst du schon, Käffchen gibt oder ja. Wo man auch diesen Spirit mal mitkriegt und ja. So. Gibt's in Stuttgart nämlich nicht. Es gibt in Stuttgart kein V-Works. Nee, das ist echt, es hat auch, glaube ich, einen praktischen Grund gehabt, dass Anna und Kai sich gedacht haben, ja, nee, wir setzen auf die WeWorks ja. Und dann machen wir die Städte halt. Ja, definitiv. Also, witzig, ja. Ja, zu dem Thema WeWork, klar, also das soll halt auch keine so eine dröge, langweilige Business-Veranstaltung sein. Okay. Und ich meine, New Work ist halt überall gerade Thema und diese Großraumbüros und ja, wir sitzen ja auch beide tatsächlich in Hamburg im WeWork, in der Europapassage und das ist einfach sehr, sehr nett da. Das ist so sehr offen alles und wir werden natürlich für uns Räume haben, also das ist, wir sind dann schon da für uns, aber es ist einfach, ja, eine sehr, sehr schöne Atmosphäre und dann gibt's da einen Kaffee und dann gibt's da Wasser mit Orangenscheiben und das kann man sich da einfach so, ja. Kann man sich da einfach so ziehen, also das ist alles inkludiert und was natürlich auch definitiv für diese Wahl spricht, ist, dass die WeWorks in jeder Stadt super zentral liegen. Also es kommt jeder einfach dahin. Ja, es ist egal, ob du jetzt mit der S-Bahn oder mit der Bahn anreist oder du musst jetzt nicht da irgendwie noch raus ins Industriegebiet fahren, sondern bist mitten in der City. Und ja, so ist das geplant. Ja. Wie groß sind denn die Räume? Weil ich habe schon gesehen, es sind echt, also die Anmeldezahlen sind grandios bisher. Also beziehungsweise wir hatten ja eigentlich gar kein Ziel. Wir wollten ja eine coole und gute Leute haben. Genau. Aber wie viele Plätze habt ihr denn dann noch frei in den einzelnen Städten? Weißt du das so ungefähr? Es sind in jeder Stadt aktuell noch Plätze frei. Okay. Also, ich glaube, die Räume sind so für 20 Leute. Genau, ne? wir haben uns, also damit es natürlich auch ja organisatorisch gut funktioniert, dass sich auch alle unterhalten können. Wenn du die Gruppen zu groß machst, dann bleibt wieder viel auf der Strecke, gerade wenn es dann so auch mal in die Diskussion geht oder in die Gruppenarbeit. Von daher haben wir uns so 15, 20 Leute quasi pro Standort mal so als Obergrenze gesetzt. Na, herzlichen Glückwunsch, weil ich glaube, ich habe in Hamburg schon 13 Anmeldungen gesehen und
ja, in Köln 12 oder so. Ja, ne? Es sind tatsächlich in Hamburg sogar schon noch wieder 2 dazugekommen. Oh, habe ich noch gar nicht gesehen, okay. Und es sind jetzt knapp etwas über 50 tatsächlich insgesamt. Ah, okay. Also selbst die Münchner Veranstaltung, die ja erst am 22.10. stattfindet, selbst die ist schon, da sind glaube ich schon 12 Anmeldungen oder so. Okay. Also das kommt gut an und das, also ich glaube auch, dass wir da die richtigen Städte rausgesucht haben, weil die Resonanz schon echt überwältigend ist. Also ist schon krass und ja. Nee, und wir haben ja das auch in der Reporting Impulse Week quasi mit überlegt, ne, mhm, und gefördert und gemacht und die hatte ja echt Bock darauf, das zu machen. Ja. Was ist denn eigentlich da so das Ziel dahinter, ne? Weil es ist ja kostenlos. Ich weiß gar nicht, ich habe noch gar nicht gesagt, ne? Es ist kostenlos. Eintritt quasi frei, Teilnahme frei. Man muss halt Spaß und Elan mitbringen, so. Genau. Jetzt sage ich mal so aus finanzieller Sicht und jetzt als Geschäftsführer von Reporting Impulse, sag mal, warum machen wir das eigentlich? Weil es bringt denn überhaupt gar keine Kohle. Ja, es bringt keine Kohle. Ja. Wir wollten damit kein Geld verdienen. Wir wollten was Gutes tun. Okay. Nein, Spaß beiseite. Also es ist ja tatsächlich so, dass wir ja gerne auch Kunden miteinander vernetzen und dass Kunden sich auch austauschen. Das empfehlen wir ja auch jedem Kunden. Und es gibt ja da draußen inzwischen so viele, ja, kleinere Communities und dann gibt es hier jemanden, der was weiß und der hat mal das gehört und, und. Und wir wollten mit diesen Dashboard Heroes letztendlich auch die Leute zusammenbringen aus diesem Thema oder zumindest wer sich für das Thema interessiert, wer da Berührungspunkte hat und sehen das ganz klar als eine Maßnahme, eine Community zu bilden, also im Sinne, dass sich die Leute da vor Ort auch untereinander austauschen und vielleicht auch im Nachgang sogar da weiter austauschen können. Und das war jetzt erstmal so der Fokus. Und weil das Thema einfach unheimlich viel Spaß macht. Ja? Also das kann ich jetzt aus den letzten Projekten, die so waren, auch sagen. Also es macht einfach unheimlich viel Spaß. Und ich bin da sehr gespannt. Die Teilnehmerliste ist jetzt schon ziemlich beeindruckend, okay. Wer da so sich angekündigt hat. Also ja, jetzt lass doch mal die Katze aus dem Sack. Wer ist das denn jetzt so? Wer hat sich so angekündigt? Also dürfen wir das denn sagen? Wir sagen das einfach. Werden wir sehen. Also ich weiß, was ich jetzt weiß persönlich ist, dass in Frankfurt wird Fresenius mit ein paar Leuten da kommen und da auch ein bisschen. Da haben wir jetzt sogar noch was Spezielles sogar überlegt. Also da wird sogar Fresenius mal aus dem Tagesgeschäft berichten. Und das wird sehr, sehr spannend. Und pass auf. Also ich sag jetzt mal ein paar Namen. Ja, und du, Name-Dropping ist wichtig. Du versuchst mal die Städte zuzuordnen. Ja, das ist gut. Wir haben zum Beispiel die Deutsche Bahn. Oh, die kann natürlich jetzt überall sein, ne? Ja. Aber ich tippe die mal auf Berlin. Fast richtig. Es ist Frankfurt. Nein, also es sind dann zum Beispiel TUI oder die Gebrüder Heinemann, was jetzt so der Start in Hamburg wäre. Es kommt jemand von RTL, es kommt jemand von der HUK Coburg, es kommt sogar jemand von der Deutschen Sporthochschule. Auch das spannend. Natürlich dann in Köln. Ja, und du siehst halt, wie vielseitig das Thema ist. Es ist also nicht auf eine Branche quasi festgelegt. Ja, also da sind Versicherer dabei, sind Reiseveranstalter dabei, da ist auch ein großer Reifenhersteller dabei. Wird einiges passieren und ich glaube, das wird auch für die einzelnen Teilnehmer ganz spannend, ja? Also wo man sich einfach auch mal über ein Thema, aber in einer anderen Branche, vielleicht mit anderen Problemstellungen, nochmal austauschen kann. Also ich kenne das auch so ein bisschen, also wer das ja auch ganz stark macht, so auch weltweit mit der Community, ist ja Eva Murray. Die hat ja diese Makeover-Monday-Geschichte mal ins Leben gerufen. Ja. Die ist ja eigentlich von Exasol, was eine Datenbank ist, aber die macht sehr, sehr viel in Tableau. Und mit der habe ich auch mal einen Vortrag zusammengehalten. Und die machen da ja auch so ganz viel in der Richtung. Da könnte man auch mal anfragen, ob die nicht auch mal Lust haben, vorbeizukommen oder bei der nächsten Session mal mit uns was zu machen. Mhm. Können wir auf jeden Fall mal tun. Und das ist auch so ein bisschen Vorbild. Also wer diesen Makeover Monday kennt, das ist bei uns ein bisschen anders. Ne? Es ist jetzt nicht so, wir nehmen jetzt kein schlechtes Dashboard in Anführungsstrichen und bauen das um, sondern wir entwickeln da zusammen Dashboards und machen da irgendwie coole Sachen mit. Aber die hat halt ja auch eine große Community. Also wie ist das denn so, wenn Leute, sag ich mal, Berater sind? Jetzt hast du ja nur jetzt wieder klassische für uns Endkunden, nur noch Konzerne. Was ist, wenn ich jetzt Berater bin und hab da auch Bock und bin heiß, kann ich auch vorbeikommen? Ja,
überhaupt gar kein Thema. Okay. Also da haben wir auch gar keine Berührungspunkte. Das ist keine geschlossene Veranstaltung in dem Sinne. Es geht wirklich darum, die Leute auch miteinander zu vernetzen und eben auch den Austausch, weil ich glaube, dass du wirst, glaube ich, nicht dümmer aus so einer Veranstaltung rausgehen. Mhm. Und wenn da ein Berater dir was mitgeben kann, ja, aus seinen Erfahrungen, warum nicht? Also cool. Das sehen wir ganz gelassen. Schön. So, gibt's jetzt noch irgendwas, was ich über die Dashboard Heroes unbedingt noch wissen muss? Also irgendwas, wo du sagst, Mensch, das ist aber echt kriegsentscheidend. Also Anforderungen an die Teilnehmer hatten wir zum einen. Das andere ist, du und Anna, wir sagen immer Anna. Was macht Anna denn eigentlich? Also kannst du vielleicht mal zwei Worte zu Anna sagen? Ja, natürlich. Wer auf die Website geht, wird viel über Anna erfahren. Okay. Anna ist tatsächlich unsere Tool-Expertin. Also Anna ist Management-Consultant bei Reporting Impulse, aber sie ist jetzt von uns beiden der absolute Crack in den Tools. Ja. Ja. Also die kann die SAC bedienen, die kann dir in Power BI schnell was bauen. Und das ist auch so ein bisschen natürlich, wenn dann die ganz technischen Fragen kommen, so ein bisschen mein Backup. Ja. Und das ist auch ganz gut. Und deshalb machen wir das auch zusammen. Ja. Ah, cool. Ja. Okay, ja. Also ich hatte auch schon geplant. Also wenn ihr so die ersten beiden da mal habt, wollte ich hier auch Anna mal vors Mikrofon zerren und mal fragen, wie es so gelaufen ist, was so die Erfahrung aus den ersten beiden war, weil das wird sich ja wahrscheinlich im Laufe immer auch so ein bisschen anpassen oder so. Das, ne? Also das denke ich auch. Ihr habt ja nicht so den 0815 Stiefel vor, sondern echt immer so ein bisschen angepasst, worauf ihr auch Lust habt und Bock habt. Ne? Es ist auf der einen Seite natürlich so ein bisschen ein Risiko, ja. Also ich mache jetzt hier gerade so diese Gänsefüßchen. Aber die Gänsefüßchen, die man nicht hört. Die man nicht hört. Ja. Nein, aber es ist halt, es soll halt ungezwungen sein. Und okay. Von daher, es gibt eine Agenda, ja, aber es geht darum, hey, wenn da jetzt jemand wirklich eine Frage hat, das wird jetzt nicht irgendwie, ja, da melden wir uns mal oder muss halt nachlesen oder so, sondern da soll man dann auch mal sagen in der Runde, Mensch, hat da jemand schon mal eine Erfahrung mitgemacht? Wie sieht das aus? Wie habt ihr das gelöst? Und das soll da alles mit reinfließen und von daher ist das, wie gesagt, alles sehr ungezwungen, unkompliziert und wir haben einiges vor, klar, das okay. ist die andere Seite, also wir wollen da schon natürlich auch schon viel machen und wir werden auch so ein paar praktische Übungen machen, wo wirklich die Teilnehmer auch mal gefordert werden und da werden wir sie vor so kleinere Aufgaben stellen, aber ich bin zuversichtlich, dass das auch alles gut funktioniert und es gibt da ja auch jetzt nicht kein ganz, es gibt ja nicht nur den einen Weg, ja? Ja. Man kann es ja so und so machen. Oder wie du auch immer so schön sagst, man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen. Von daher, ich freue mich auf Hamburg, da geht's am 13.2. los im WeWork und dann geht's weiter am 27.2. in Berlin. Dann machen wir weiter am 23.04. in Köln. Genau. Okay. Dann einen Tag vor meinem Geburtstag. Seid ihr eigentlich wieder rechtzeitig zurück in Hamburg? Also du? Ich werde mich bemühen. Okay, also, ist das für euch geplant? Okay. Ich werde mich bemühen. Und dann ist eine kleinere Pause. Dann geht's im September weiter mit Frankfurt. Und dann sind wir im Oktober am 22. in München. Genau. Das ist dann die Abschlussveranstaltung, oder? Das ist dann, genau, der Auftakt in Hamburg und die Abschlussveranstaltung dann in München. Und so haben wir uns dann quasi einmal durch die Republik gearbeitet. Und ich bin sehr gespannt, ich freue mich riesig drauf und freue mich auf weitere Anmeldungen natürlich und bin gespannt. Gut, eine letzte Frage habe ich noch. Ja. Könnte ich denn auch ein Dashboard von mir jetzt einfach mitbringen? Also jetzt nicht ich, sondern wenn ich jetzt interessierter bin und mal sagen können, hier ist mein Dashboard und das will man mal zur Diskussion stellen? Oder sagt ihr, nee, das ist nicht möglich, weil ihr da halt schon ganz klar vorhabt, wie ihr es machen wollt? Oder sollen die Leute auch Ideen mitbringen und reinbringen? Ja, klar, also dafür wird sicherlich auch Zeit sein. Also, okay, aber du sagst schon auch Zeit sein. Wird jetzt nicht Fokus sein? Nein, nach dem Motto nicht, also, so hier jetzt machen wir mal ein Dashboard. Dafür machen wir Projekte. Das ist Projekte, ja. Genau. Also wenn es da Bedarf gibt, dann ist das ein anderer Weg. Dafür ist jetzt diese Community nicht gedacht. Ja. Okay. Wir werden, also
ich will nicht zu viel verraten. Also wir werden natürlich die Teilnehmer fordern und vielleicht müssen sie auch ein Dashboard bauen. Wer weiß. Aber klar, wenn da jemand was hat, wo er jetzt sagt, Mensch, da hätte ich jetzt gerne nochmal irgendwie eine Meinung, ist das ja auch eine gute Möglichkeit. Also es wird ja abgesehen von unserer ganzen Agenda und allem, was wir da so vorhaben, wird es ja auch eine Mittagspause geben. Ja, und da sind da viele Teilnehmer und dann kann man sich ja vielleicht auch schon mal untereinander austauschen. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt da die einzigen Ansprechpartner sind. Das heißt, wenn dein Sitznachbar, Tischnachbar, sage ich jetzt mal, in dem Thema bewandert ist, dann kannst du ja auch da in der Mittagspause mal sagen, Mensch, hey, guck mal hier drauf, was sagst du denn? Wie löse ich das denn? Oder hast du da eine Idee? Oder wie habt ihr das denn gemacht? Und also von daher, wer was hat, kann natürlich gerne was mitbringen. Wir werden uns nicht den ganzen Tag darum kümmern können, aber ich glaube, dass am Ende der Veranstaltung vielleicht auch viele Fragen sowieso beantwortet wurden. Okay, dann fasse ich mal zusammen. Also, ne, ihr macht eine Veranstaltungsreihe. Dashboard Heroes heißt sie, ist auch unter www.dashboardheroes zu finden. Ja, also gut, da Google finde ich das Ding auch dann sofort. Dashboard-heroes.com. Okay, Dashboard-heroes. Sonst über Social Media, glaube ich, haut ihr ja auch noch ein bisschen was raus. Ja, genau. Insofern, ne, anmelden, dabei sein. Wie gesagt, die Plätze werden langsam rar. Lieben Dank, Olli, dass du hier bei dem Gespräch warst. Gerne. Damit würde ich auch den Podcast hier jetzt schließen beim nächsten Mal bei BI or Die entweder ein Interviewpartner, den wir aus dem Markt haben, oder halt 5 Fragen an Andreas Wiener oder 5 Fragen an Kai-Uwe Stahl. In dem Sinne verabschiede ich mich und sage, das letzte Wort hat wie immer mein fabelhafter Gast, Oliver Ulbrich. Ja, vielen Dank, dass ich auch mal bei dem Podcast dabei sein durfte, mitmachen durfte. Und freue mich auf viele, viele Anmeldungen für die Dashboard Heroes in Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt und München und wünsche viel Spaß beim Dashboard bauen. Tschüss. Tschüss. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.